Einen schönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp Tutorial. Wir besprechen heute etwas genauer die Properties und die sind im Prinzip ganz einfach. Ich habe ja noch die Beispielklasse vom letzten Mal, wo wir einfach einen Private String und einen Public String erstellt haben. Und jetzt wollen wir aber erreichen, dass wir nicht nur, also wir können im Moment mit Private und Public nur sagen, man darf gar nichts oder man darf alles mit dieser Variable. Wir wollen es dabei erreichen, dass eine Variable zum Beispiel nur lesbar oder nur beschreibbar ist. Das könnten wir auf einem Weg erreichen, wie es zum Beispiel in Java gemacht wird, indem wir einfach zwei Methoden machen, eine public void set s mit einem Argument string s, wo dann einfach s auf das übergebene s gesetzt wird. Und eine zweite public string get s ohne Parameter, wo einfach s zurückgegeben wird. Das könnten wir so tun, ist aber ziemlich umständlich und verbraucht relativ viele Codezeilen. Da gibt es in C-Sharp einen einfacheren Weg, das zu machen. Und das geht folgendermaßen. Wir lassen jetzt mal den public string b weg, weil der interessiert uns ja für dieses Beispiel nicht. Wir wollen jetzt eine Property erstellen für diese Variable, die nur lesen kann. Also, dass man nur von dieser Variable lesen kann. Dazu machen wir erstmal public string und ein großes S. Ich nenne diesen String mal anders, zum Beispiel Name. Dann würden wir das N von Name groß schreiben. Also man schreibt, habe ich schon beim vorletzten Teil, glaube ich, erwähnt, dass man Properties grundsätzlich groß schreibt. Gut. Im Moment hat sich noch nicht viel geändert. Das werden wir es ändern, indem wir statt diesem Strichpunkt geschwungene Klammern machen, wie bei einer Methode. Ja. Das bedeutet, wir haben grundsätzlich eine Methode, aber ohne die runden Klammern. Also wenn wir das so machen würden, wäre das eine Methode. Wollen wir aber nicht, wir wollen ja eine Property. Jetzt gibt es in einer Property zwei Dinge. Einen Getter, den definiert man mit Get und geschwungenen Klammern. Und einen Setter, den definiert man mit Set und geschwungenen Klammern. Standardmäßig würde man machen, so wie bei unseren zwei Methoden vorher, beziehungsweise wie bei den zwei Methoden in Java. Bei get wird Name ist gleich value. Das sollte normalerweise ein Schlüsselwort sein. Achso, Blödsinn. Beim getter, ja. Das ist, ich habe jetzt Getter und Setter verwechselt. Beim Getter macht man Return Name. Und beim Setter macht man Name ist gleich Value. Da gibt es dann nur für diesen Set-Block ein neues Schlüsselwort, das heißt Value. Das repräsentiert einfach, also ich kann das jetzt auch mal zeigen. Wir können jetzt wenn wir jetzt eine neue Beispielklasse instanzieren, dann können wir auf das kleine Name nicht zugreifen, sondern nur auf die Property. Und wir können da jetzt sagen, ist gleich Test. Dann wird das Test in diese Klasse kommt, zu dieser Property und in den Setter. Dann ist Value automatisch das, was wir hier hinschreiben, also das, was wir zuweisen. Und darauf wird dann Name gesetzt. Wir könnten jetzt zum Beispiel da eine Überprüfung einbauen im Setter. Also wenn wir jetzt sagen, if value.length ist gleich 0, also wenn die if-Abfragen werden wir im nächsten Teil dann machen, aber ja, das werdet ihr dann noch verstehen im nächsten Teil. Das überprüft einfach, ob die Länge
der Eingabe 0 Zeichen lang ist, also ob der String leer ist. Und wenn das so ist, dann, na, wenn das nicht so ist eigentlich, wenn das nicht so ist, dann wird der Name gesetzt. Solche Überprüfungen könnten wir zum Beispiel da einbauen, deswegen braucht man das auch. Gut, wir haben aber gesagt, wir wollen nur eine Read-Only-Variable zum Beispiel. Das heißt, wir geben jetzt einfach diesen Setter-Block weg. Jetzt gibt er gleich einen Fehler. Blablabla, kann nichts zugewiesen werden, sie ist schreibgeschützt. Das bedeutet, wir können jetzt zum Beispiel ein Console-WriteLine b.name machen. Aber wir können eben b.name nichts zuweisen, wie wir schon gesehen haben. Ich mache noch das. Ach Gott, das Console.readline. Und dann, wenn wir jetzt Name gleich direkt das zuweisen, zum Beispiel Peter, dann können wir das auch schon ausführen. Wir werden da am Bildschirm Peter sehen. Also wir haben jetzt einfach aus dieser Property diesen kleinen String, diesen klein geschriebenen String extrahiert sozusagen. Gut, wir können mit der Property, ja wie schon gesagt, auch noch andere Dinge machen. Wir müssen da ja nicht einen Namen zurückgeben. Wir können ja zum Beispiel auch einen Namen mit irgendwas angehängt, zum Beispiel einem Rufzeichen angehängt, ausgeben. Dann würde da Peter Rufzeichen angeben und egal was wir da setzen, es wird immer ein Rufzeichen angehängt. Und deswegen sind Properties auch so nützlich, weil man auf relativ wenig Platz, also relativ wenig Codezeilen, sehr viel damit erreichen kann. Ja, das war es eigentlich auch schon zu den Properties. Und ja, im nächsten Teil werden wir dann, wie schon gesagt, die If-Abfragen besprechen. Und bis dahin, auf Wiedersehen.